So, herzlich willkommen zurück nach einer kleinen Pause meinerseits zu dem MyTest Creative Server Let's Play. Draußen mir schon wieder irgendjemand rasen. Ach ja. Na komm. Doch. Habe ich da gerade irgendjemand was? Habe ich da gerade jemand rumstehen sehen, aber was Grünes? Bin immer ein bisschen verwirrt. So, was mir gerade eingefallen ist, wir brauchen ja auch früher oder später diesen silbernen Sandstein. Ich werde einfach mal davon auch schon direkt ein bisschen was reinschmeißen. Da so. Und da so. Achso. Da so. Ja, das war jetzt. Weil die brauchen wir jetzt später für unseren Leuchtturm und da wollen wir auch weitermachen. Komm, rein mit dir. Was ist das da? Na komm, danke schön. So, jetzt haben wir überall Silbersandstein in Bearbeitung. Ah, die Dinger werden ganz schön schnell leer. Alter Schwede, ey. Uiuiui. Ah, mal gucken, wie lange die durchhalten. Boah, Alter. Da kriegst du ja Angst. So, und während die Öfen am Öfeln sind, machen wir mal unser Inventar leer. Das heißt folgendes: Du kommst erstmal da rein. Du auch. Du sowieso. Holz kommt erstmal. Holz brauchen wir später hinten wieder für unsere Dings. Deswegen packen wir erstmal. Ach, hier haben wir auch noch Scheiße drin. Oh Gott. Oh mein Gott. So. Nein, Mann. Perfektion. Okay, die können auch da oben mit rein. Silbersand kommt erstmal wieder in die Silbersandtasche. Sieht ja auch katastrophal aus. So, perfekt. Achso, hier ist noch einer. Okay. Genau, die ganzen Rohstoffe, die können wieder hier in die Kiste rein. Achso, halt, na du, Doppel doch, warum nicht? So, Mesekon und die LV-Kabels können hier rein. Von den LV-Kabels müssen wir bald mal wieder welche machen. Ich guck mal ganz kurz, wie die gemacht werden. Okay, guck mal. Ja. Einmal gucken, wir müssen noch mal wieder unten in die Mine rein, mal ein bisschen Brase holen. Ich weiß nicht, wo wir dieses Brase noch mal herbekommen. Weil davon scheinen wir echt ganz schön wenig zu haben. Und das gefällt mir nicht wirklich. So. Okay, sind alle gleich fertig. Okay, das heißt also, für einen Durchgang reichen die Batterien also tatsächlich aus. Einmal alle durchjagen und dann können die Batterien ja wieder auffrischen. Das ist kein Problem. Das sollte dann so also tatsächlich doch passen. Sehr schön. So, die ersten, der erste ist schon fertig. Jetzt sinken die nur noch langsamer. Jetzt ist der zweite auch fertig und jetzt steigen die schon wieder an. Sehr schön. Nicey dicey. Na komm. Danke. So. Mache er hinne. Das geht ja gar nicht. Dankeschön. Mensch, hat das gedauert, ja.
So, jetzt ladet mal wieder schon auf, ja. Hoffentlich gibt es ja auch eine richtige Ladeelektronik. Nicht, dass die Akkus überladen und dann kaputt gehen. Boah, das wäre es natürlich, wenn die Dinge auch eine Haltbarkeit hätten, ne? Dann würde ich aber hier, dann wäre aber. Also dann wäre aber hier Schluss mit lustig. Also dann gibt's, siehst du, gibt es eigentlich eine Batteriebox? Achso, ja klar, okay, genau. Ja, nee, ich bin auch bescheuert. Nee, weil was ich gerade meinte, ist, dass man quasi eine Batteriebox hat, die man mitnehmen kann. Was heißt, wenn man irgendwo unterwegs ist, dass man schnell eine kleine Anlage aufbauen kann, die dann einfach batteriebetrieben ist. Aber man kann die Dinger ja auch abbauen. Ach so. Das heißt, warte mal ganz kurz. Warte. Also, jetzt muss man überlegen. Wenn man die abbaut, werden die denn dabei automatisch entladen oder bleiben die geladen? Ja, die werden dabei nämlich entladen. Okay. Wow. Das ist geil. Guckt mal, wenn ich hier die zwei hinstelle, ne, dann werden die quasi blitzschnell aufgeladen. Da er aber für eine Blitzladung nicht reicht, werden die quasi mit den vorhandenen Batterien aufgeladen. Das heißt, wenn man mehrere Batterien hat und man dann noch weitere dazu packt, gleichen die sich quasi gegenseitig aus. Muss man mal gucken hier, ne? Die sind jetzt ungefähr so beide halb voll. Und wenn ich jetzt hier noch zwei hinpacke, ungefähr. Schwupp, bopp, jetzt sind alle nur noch jeweils, ne, gleich. Das ist natürlich witzig. Das ist geil. So etwas nennt man dann wohl Blitzladen. Also ich meine, das ist schon mehr als Blitzladen, weil, ne, das wäre ja quasi, ja, keine Ahnung. Weil Blitzladen ist ja eigentlich, da brauchst du ja auch schon so ein paar Minuten. Und die haben ja hier, die waren ja quasi sofort aufgeladen auf das entsprechende Level. Digga, da muss ja hinten die Leitung heiß gelaufen sein. Verstehe ich nicht. Na gut, egal. Auf jeden Fall, was man machen kann, ist, man kann scheinbar hier diese Batterien aufladen. Dann kann man sich so eine Box bauen. Die kann man dann später irgendwo hin mitnehmen. Und wenn man dann irgendwo hinten, denn irgendwo weit weg ist, und man dann diese Box hinstellt, dann kann man in die Box dann wieder die Batterien reintun. Und können die Batterien dann entladen, womit dann die Kiste dann aufgeladen wird. Und damit kann man quasi auch irgendwo abseits Batteriestrom haben, ohne dass man die Dinger irgendwie, ne, erstmal, also ne, quasi portablen Strom. Ist schon ein bisschen umständlich, aber es müsste so tatsächlich funktionieren. Die Frage ist ja, wie viel kann so eine Batterie überhaupt transportieren? Was? Achso. Dachte gerade schon, für eine Batterie braucht man einen Motor. Aber nee, das war hier die Kettensäge gerade. So macht das Ganze schon mehr Sinn. Die Frage ist, wie viel kann eine Batterie transportieren? Weil wenn so eine Box 40 Kilo EU hat... Das Ding sollte auch schon einigermaßen aufgeladen sein, weil man weiß, wie viel Energie so ein Gerät verbraucht. Und wenn dann so eine Batterie gerade mal 4 KEU hat... ne, dann wäre es ja auch ein bisschen dumm. Ne, wir haben leider keine Batterie mehr da. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ach, doch egal. Ich meine, würde mich zwar persönlich mal interessieren, aber ist egal. Ganz ehrlich, komm. Leck mal am Arsch. Soll ich schon wieder einen Apfel? Was ist denn hier los? So, jetzt die Frage. Machen wir da weiter? Machen wir erstmal beim Leuchtturm weiter? Ich persönlich würde gerne erstmal beim Leuchtturm weitermachen. Ich persönlich würde aber auch gerne mal in die Höhle wieder unten, also in die Höhle hinabsteigen. Und nach Brase suchen. Für was brauchen wir denn alles Brase? Ernsthaft jetzt? Immer diese Neureichen, ne? Die alles aus Messing haben wollen. Oh Gott.
Wobei, ich weiß es gar nicht, war Brase, also Messing, das Zeug, was Keime abtötet, oder war das Kupfer? Das war, glaube ich, Messing. Weil da gibt es dieses alte Sprichwort, dass wenn man irgendwelche uralten Gebäude hat, ne, oder diese Türknaufen hat, die man da so, diese riesigen Türknaufen, die früher halt Standard waren, die waren ja, glaube ich, aus Messing. Und da gab es nämlich dieses Sprichwort, die kannst du immer gefahrenlos anfassen, weil an diesen Türgriffen können sich keine Bakterien halten, weil nämlich die Bakterien davon abgetötet werden. Das heißt, du kannst dich an solchen Türknaufs nicht infizieren. Was sogar eigentlich, siehst du, warum baut man eigentlich nicht heutzutage einfach alle Türknaufs und alle Geländer einfach nur noch aus Messing? Dann hätten solche Viren wie Corona keine Chance mehr. Ha. Ja. Das Problem ist halt, es rostet halt auch relativ unangenehm, weswegen diese Türknaufs ja auch immer so schwarz werden. Weil, ne, dieses Messing oxidiert halt, ne, wird dabei halt schwarz. Und Kupfer oxidiert halt auch und wird dabei halt grün, weswegen auch ne, unsere Skulptur auf dem Brandenburger Tor, weswegen die jetzt grün ist. Eigentlich war das nicht grün, sondern ist halt nur oxidiert zu grün. Ja, und deswegen ist natürlich unsere Türen alle mittlerweile aus Edelstahl oder aus Aluminium eher weniger. Nee, aber halt aus Edelstahl. Weil die bleiben halt immer silber. Ne? Edelstahl oxidiert ja nicht. Tötet aber leider auch keine Keime ab. Von daher wäre vielleicht Aluminium eine ganz gute Idee. Ne? So Türgriffe aus Aluminium. Weil Aluminium oxidiert auch nicht. Aber Aluminium tötet auch Keime ab. Das wäre also vielleicht eine Idee. Ist ja auch egal. Wir wollen nicht schon wieder über Corona reden. Ich habe letzte Folge schon mal selbst abgegeben. Tja, aber aus mehr kann man, nee, mehr kann man daraus auch nicht machen. Das heißt also, wir persönlich brauchen dieses Brase wirklich nur hier für die Gehäuse. Ja gut, da müssen wir danach jetzt nicht unbedingt suchen, weil wir haben noch 20 Mal Brase. Das reicht dann, wenn wir es wirklich nur für Gehäuse brauchen, dann reicht es dafür auch aus. Ich verstehe es nicht. Seitlich kann man nicht reingehen, aber man kann von oben reinfallen. Das macht halt so überhaupt keinen Sinn. Hä? Oh, ich war noch im Flugmodus. Ja, siehst du, von oben reinfallen kann man, aber von der Seite rein kann man nicht. Das ist halt ein bisschen seltsam. Respekt. Wahrscheinlich ist auch das, weswegen die Tiere trotzdem durchkommen, weil die dann hier an so den Bäumen so komisch hochspringen und dann von oben in den Zaun reinfallen können und dann einfach aus dem Zaun rausgehen. Ist natürlich ein bisschen seltsam, dass das so ist. Ist auch nicht irgendwie, dass die Box ein bisschen höher ist. Ist einfach wirklich. Von oben gibt es keine Kollisionsbox. Oder zumindest keine, die greift. Okay, ich würde mal sagen, wir machen hier unsere Häuschen weiter. Einfach weil ich da gerade am meisten Bock drauf habe. Folgendes. Wir waren jetzt hier dabei, hier die Dinger zu machen, ne? Das heißt, wir brauchen diesen ganzen Sandsteingedöns, packe ich erstmal alles weg. Das kommt dann erst später, wenn es ums Dach geht. So, wir brauchen erstmal Holz vor der Hütte. Und zwar nicht gerade wenig. Okay. Folgendes. Zwei hoch waren es immer. Ein, zwei. Ein, zwei. Ein, zwei. Ja, gut. Ja, der Baum hier, der. Komm, ich mach den mal weg. Wir haben schon genug Bäume rumstehen, dann muss der jetzt nicht auch noch hier unbedingt rumstehen. Dann steht auch noch ein Baum rum. Ja, komm. Die hier wirklich im Garten drin stehen, die mache ich mal weg. Das macht sich so auf jeden Fall besser.
Ich bin in ein Loch gefallen. Warum hilft mir denn keiner? Ups, Entschuldigung. Ich habe einen Baum kaputt gemacht. Es tut mir überhaupt nicht leid, dass du am Ende bist. Es tut mir gut. So richtig gut. Gut, der Baum hier kommt auf jeden Fall auch weg. Habe ich hinten schon einen Baum gesehen, der kommt dann auch weg. So, wie sieht es hier aus? Der Baum muss dann auch weg. Achso, das macht beide Bäume weg, kann das sein? Ja. Ah, das ist ja blöd. Nee, komm. Der Baum hier war so schön. Ich werde jetzt hier manuell extra einpflanzen. So. Einfach, weil der so schön war. Und hier hat er auch den anderen Baum mit entfernt. Kacke. Okay, also darauf muss ich aufpassen. Ja, das habe ich ein bisschen vergessen. Da muss ich zugeben. Ich war gerade wegen dem Baum da vorne, weil da hat er den Weißen in Ruhe gelassen. Deswegen habe ich mich gerade, ja, vergessen, dass er ja eben nicht nur die Baumart abbaut, die er gerade anvisiert hatte, sondern alle Baumarten abbaut. Und damit auch den jeweils, ne, den jeweils anderen. Wo, da. Dann packe ich dich nochmal hier hin. So, das war nämlich, glaube ich, ein weißer Baum. Und der hat ja auch optisch schon reingepasst. Deswegen wollte ich den gerne behalten. So, mal gucken, vielleicht werden wir da hinten bei den anderen Häusern auch nochmal manuell ein paar Bäume pflanzen. Einfach, weil ich das so mit ein paar Bäumen hier so mit dem Mann ganz schön finde eigentlich. Das wirkt erstens beengter, was natürlich mit so einer kleinen Dorfsiedlung durchaus vorteilig gemeint ist. Weil, ne, ich weiß nicht, ob von euch jemand schon mal in so einem Gartengelände war. Es gibt so richtig so eine Bereiche, da gibt es quasi nur so eine Gartenbäume, so eine Gartenlauben. Und die sehen alle ultra beengt aus. Da ist immer, die sind immer von Bäumen umwuchert. Und sowas würde ich halt hier auch gerne machen, ne? Jetzt sag mir bitte nicht, dass ich keine Bären dabei habe. Warum habe ich keine Bären dabei? Na gut. Essen wir jetzt mal wieder ein paar Brote. Davon haben wir ja ein paar da. Du kommst mal nach da. Du nach da. Und dann guten Appetit. So. Okay, das heißt, ich würde hier, mache ich hier noch einen Baum hin. Mache ich hier einen Baum hin. Achso, hier war der Baum direkt im Eingangsbereich wahrscheinlich. Mache ich hier noch zwei Bäume hin. So, sollte erstmal reichen. Genau. So ist das schon gleich wieder schön aus. Ne? Weil hier so, ne, wenn hier überall so Bäume sind, das ist halt hier wirklich viel schöner. Auch so zum Langlaufen und so. Das macht halt viel mehr, oh, viel mehr Spaß, viel mehr Sinn, viel mehr, wie wir ein Sterben. Aua, aua. So, hier noch wieder ein bisschen auffüllen. So, dann machen wir mal hier mit dem weiter, was wir eigentlich machen wollten. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Warum zähle ich überhaupt? Fange ich hier schon an, bis 2 zu zählen? Hallo? Klug's ja. Halt! Ach, Kacke. Hier kommt auch das Dunkle hin. Ja.
Sieht korrekt aus. So. Oha, hier sind auch noch ein paar Löcher. Wie sind die denn entstanden? Ist mir vollkommen fremd. So. Dabei sind die Grundpfeiler schon mal da. Okay. Die Grundpfeiler schon mal da. Und dann können wir anfangen hier, die Wände zu ziehen. Da brauchen wir aber ein bisschen Holz. Hatten wir nicht noch weißes Holz da gehabt? Hatten wir doch noch ein ganzes Stack von gehabt? Oder habe ich den jetzt für was anderes verbaut? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Hey, den haben wir noch, hier. Ha, siehst du? Hätte ich bei... Ach, hier haben wir noch mehr. Mal guck mal, einer, guck. Hier haben wir auch noch massig Holz. Oh, und wir sind voll. So. Ach scheiße, wir haben hier noch massig Material mitgeschleppt, was ich eigentlich rauspacken wollte. Egal. Das ist so egal, das interessiert keinen. Okay. Also, wir haben massig Material. Das sollte reichen. Da muss ich vorerst keine Bäume für opfern. Also keine Baumblöcke. So, hier diese Dinger. Oh, hier fehlt noch was. Wie konnte das denn passieren? Nein. Da ist ja Ronny unvorsichtig geworden. So, jetzt können wir aber hier loslegen. Ich würde mal sagen, du kommst weg. Du kommst dafür dahin. Und dann freie Baum mit Marzipan. Oh, was haut denn nicht hin? Achso, doch, haut hin. Alles gut. Oh, Alter. Hallo, er dann Rechner? Warum schaust du auf einmal so? Ach, kann sein. Ja, okay. Ja. Wahrscheinlich wieder auf irgendeinem von meinen Servern, die hier auf dem Rechner laufen, gerade wieder jemand angekommen und hat da irgendwelche Scheiße gemacht. Ich sollte mal die ganzen Server, die auf dem Rechner hier laufen, also auf meiner Workstation, die sind ja so eher so Bastel-Server, Spiel-Server, also so Rumtroll-Server, die keine Hauptserver, ne, weil meine ganzen Hauptserver, die ganzen wichtigen Server, die laufen ja alle auf meinem Laptop. Und auf dem Rechner hier laufen ja nur so die ganzen Bastel-Server, Test-Server oder zum Beispiel die ganzen Server, die für 0.4 sind. Also zur Kompatibilität quasi. Und ja, ich glaube mal, die ganzen Server werde ich mal immer, wenn ich dran denke, vom Beginn einer Aufnahme mal immer deaktivieren. Weil das hier ab und zu so extrem Stock hat, das ist ja schon nervig. Weißt du, da habe ich hier dauerhaft, weiß nicht, 500.000 FPS. Ah, hier. Stabile 30 Bilder pro Sekunde. Ja, nur 30 Bilder pro Sekunde. Ich weiß nicht warum, aber während der Aufnahme geht meine Framerate immer runter auf 30 Bilder pro Sekunde. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an V-Sync liegt. Ist aber kein Problem, weil, wie gesagt, ich nehme auch nur mit 24 Bildern pro Sekunde auf. Wahrscheinlich deswegen. Auf jeden Fall ist es hier halt super flüssig. Also ich habe keinerlei Ruckeln, kein nichts, kein gar nichts. Aber ab und zu, wenn dann halt so die Prozessor das mit einmal hochgeht, weil irgendein Schwanz meint, auf meine Server kommen zu müssen, dann, dann gibt es aber Krieg. Dann ist hier aber Achterbahn, ist hier aber Feierabend. Ich meine, ich hab ja nicht meine Server deswegen öffentlich gestellt, damit da Leute raufkommen. Was denken die sich? Ich habe die nur öffentlich gemacht, damit ich damit angeben kann. Haha, ich habe Server und ihr nicht, ihr Bitches. Yay! Man könnte auch unten lang laufen, aber nein, ich muss natürlich über den Baum laufen. Das ist so dieser typische Ronny, dieser Ronny-Flair, den ich lebe. Dieser Flair von Ronny. Ist auch egal. Nein, mein Holz ist leer. Okay, jetzt müssen wir doch ein paar Bäume hier vermöbeln. Danke. So, danke.
So. Danke. Hä? Was ist denn hier? Wow. Ernsthaft jetzt? Was zur Hölle ist denn hier gerade passiert? Ja. Ich präsentiere das Haus mit zwei Eingängen, wo keines passt. Das ist so BER-Baustyle. Und ja, ich weiß, normalerweise sollte ich immer das Gras abbauen, wenn da Gras in der Nähe im Weg ist. Aber ganz ehrlich, ich wüsste auch gerade gar nicht wofür. Also wenn da wirklich Nutzpflanzen in der Nähe im Weg wären, so wie, weiß nicht, irgendwelches Zeug, was man essen kann, was man einpflanzen kann oder sowas, okay. Aber, ne, ansonsten. Komm weg hier. Ich brauch mal doch ab. Bevor sich hier noch irgendein Naturschützer aufregt, ne, so können wir wieder später alles wieder verwenden, wieder einpflanzen, irgendwo anders. Oder einfach verbrennen. Das ist garantiert auch im Interesse eines jeden Naturschützers. Ne? Schutz durch Verbrennung. Ja, danke. So. Geht eigentlich auch so? Fuck. Ah, bin ich gut oder was? Das ist Klötzchenbau der Extraklasse. In einem Block drin sein und dadurch immer alles perfekt hier so, ne? Perfektion auf perfektioniertem Level. Ja. So, die Blätter hier müssen auf jeden Fall weg. Schade drum, aber ist so. So, jetzt die Frage, wie weit würde das Dach reinragen? Also hier ist auf jeden Fall Dach, dann ist hier auf jeden Fall Dach. Das heißt, das hier muss auch weg. Dann ist auf der Höhe auf jeden Fall Dach und dann ist auf der Höhe auf jeden Fall Dach. Das heißt, das muss weg, das hier muss weg. Der da kann, glaube ich, sogar bleiben. Ach, wir gucken einfach dann, wenn ich das auch baue, dann werde ich ja sehen, was im Weg ist und was nicht. Ganz ehrlich. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Danke. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da, 1, 2, 3. So, ungefähr. Ach, scheiße, ich bin schon wieder hier. So, genau. Ich hasse mein Leben. Nein. Ach komm, egal, rein, zwei, so. Willst du mich verarschen hier? Ist doch schon, ist doch geplante Kriminalität hier. Oder organisiertes, was? Organisiertes Verbrechen. So. Ach, hier sind auch Blätter im Weg. Wer macht denn so einen Scheiß hier? Warum sind überall Blätter im Weg? Macht ihr diese mit Absicht? So, spätestens wenn wir das Dach, wie gesagt, bauen, kommen die entsprechenden Dinger, die da im Weg sind, weg. Und dann sind sie weg. Ich hoffe, das macht Sinn. Yay! So. Jetzt wollen wir bloß noch über die Dächer bauen und dann haben wir es soweit geschafft. Das sieht doch geil aus. Guck mal, guck mal, wie das aussieht. Es ist doch, selbst ohne Dächer sieht das schon geil aus. Selbst ohne Dächer sieht das schon scheiß geil aus. Sehr schön. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ach. Aber 5 Minuten müsste ich noch haben. Und wenn nicht, auch egal. Dann nehme ich mir einfach mal die 5 Minuten. So, der Scheiß kann alles komplett rein. Halt, nein, die Blätter bitte in die dafür vorhergesehene Grünzeugbox. Du da rein, da rein. Ach komm, der Scheiß kann ich auch mal da reinpacken hier. Alles Kacke, die wir nie wieder brauchen werden. Na gut, du und bitte nicht. Dich brauche ich, um wie die Sonne zu gucken. Ah,
meine Augen! Ah, meine Augen! Ah, meine Augen! Okay, ist ja gut jetzt. So, den Stein brauchen wir. Diesen schönen gelben Stein. Und daraus müssen wir jetzt erstmal diese Bricks machen. 1, 2, 3, 4. So ungefähr. Jetzt habe ich da natürlich auch ein 10er-Stack mit dabei. Ganz klasse. So, mache ich schon einfach direkt alle oder erstmal sicherheitshalber nur ein Stack? Nein, ich weiß nicht. Ich mach mal. Wait a second. Kann man die hier auch direkt weit? Nein, kann man nicht verarbeiten. Okay, wir machen das mal so. Ich mache aus den Dingern erstmal so ein Stack Blöcke. Die lasse ich erstmal alle in Ruhe. Und jetzt mache ich aus den ganzen Dingern diese Schrägen, weil die Schrägen, die kann man wieder rekombinieren. Genau. Das heißt, ich mache erstmal aus denen alle. Genau. Das hier und das hier. Warum nur 93? Achso, weil 96 am Anfang waren, nicht 99. Ja, das macht völlig Sinn, weil jetzt habe ich genau bei der 96, das passt. So, und jetzt, wenn ich merke, okay, mir gehen die hier aus, dann kann ich die restlichen noch gucken, wie viel ich rekombiniere, um daraus solche zu machen. Was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Warte mal ganz kurz, ich versuche mal hier eine mathematisch fundierte, also ich zähle einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 auf der einen Seite und auf der anderen Seite, da ist er denn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 plus 16, das ist eine wunderbare Aufgabe. Ja, wer hat's? Na komm, Leute, das kriegt im Kopf hin. Einfach mal 2 plus 6, das sind genau 7. Nein, 8. So, und jetzt 10 plus 10 sind 19. Genau. Nein, 20. So, und jetzt 8 plus 20, das sind genau, 82. Also 82 Blöcke. Nein, Mann. So, also das sind 28. Das mal 2. Das sind wunderschöne 56. Und 56 Blöcke. Jetzt müssen wir noch die Kanten zählen. Ich bin nicht runterfallen hier. Hallo, ich will wieder hoch. Meine Mami. Doink. Doink. Hallo, ich will rauf. Bitte. Hä? Wieso komme ich hier rauf, aber auf den anderen Seiten nicht? Das macht so überhaupt keinen Sinn. Okay. So, das heißt, wir haben 56 Schrägen und 1, 2, 3, 4 mal 4 sind 16 Ecken. Oh, jetzt muss ich aber rechnen. 56 zu 16. Das ist ein Verhältnis, was mir nicht gefällt. Da muss ich ja im Kopf rechnen können. 56 zu 16. Das ist irgendwie 4 zu 3, kann das sein? 4 zu 1. Aber kurz. Ja doch, 16 mal 4 sind 64. 54, 56, ja doch, also fast 4 zu 1. Das heißt, wir brauchen ungefähr 4 mal so viele Schrägen wie Ecken. Das ist doch eine Zahl, mit der man arbeiten kann. So, das heißt, wir haben... Ach, was bin ich eigentlich so dumm? Ich kann doch einfach direkt rechnen. So, wir haben 6 Häuser und 6 Häuser, also 6 mal... brauchen wir 16 Ecken. Das sind also genau 96. Das heißt, wir brauchen 96 von diesen Ecken. Also noch ein bisschen. Da würde ich mal sagen, ich rekombiniere die Dinger gleich mal direkt nochmal. So, dankeschön. So, und dann brauchen wir 96. 42 haben wir schon, also brauchen wir noch 54. Das ist doch eine saubere, fundierte Aussage. So. 54. Wo sind die Dinger? Da. Bam. So. Und jetzt brauchen wir... Oh. Was habe ich gesagt? 56 Schrägen pro Haus, ne? 56? Doch, 56 waren es pro Haus, genau.
Warte kurz, das waren 16 plus 12, also 48. Nein, 28, doch, genau. 56. So, und 56 pro Haus mal 6 Häuser sind, summa summarum, ungefähr 336. Oh. Könnte hinkommen. Richtig ist das. Ich habe ja meinen wunderschönen Taschenrechner. So, rechnen wir einfach mal. 6 mal. Wie viel war es jetzt? 56. Ja, genau. 336. Sehr schön. So, das heißt, wir brauchen ganz schön viele von diesen Schrägen. Wir machen also gleich mal hier eins. Ja, ich will jetzt erstmal diese 6 Dinger da wegbekommen. Deswegen machen wir jetzt erstmal Einzelarbeit. Schaffe ich eh nicht. Okay, komm. Dann mache ich so. Da sind halt die 2 verloren. So. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Du kommst. Ach, das passt ja. Ha! Hör mal, 6,30 haben wir schon. Das heißt, 300 brauchen wir noch. Dadurch, dass wir aber immer nur 99er Stack bekommen, heißt es, dass wir quasi 3 99er Stacks plus noch 3 weitere brauchen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch genau 3 Stacks. Ist das nicht genial? Da blüht einem das Herz auf. Da blüht einem alles auf. So. Ich mach mal hier, mach ich mal so. Nee, ist kompletter Schwachsinn. Ich mach mal so und. Das macht auch nicht wirklich Sinn, aber ist auch egal. Die Sache ist, 3 Stacks kriegen wir nicht hin, weil das ist eine ungerade Anzahl. Und da wir aber aus einem Block immer eine gerade Anzahl bekommen, wird das so oder so scheiße werden. Und hier rein zufällig einen schrägen Block rumzulegen, haben wir auch nicht mehr. Nee. Warum haben wir jetzt so eine Dinger rumliegen? Ah. Hätte ich die doch rausnehmen können? Stimmt, ich muss die einfach nur rausnehmen, bevor ich die rausnehme. Da kann ich die, glaube ich, auch behalten. Ist auch egal. So. Egal, auf jeden Fall wird das nur eine schöne Angelegenheit. Wir brauchen also einmal ein 99er Stack. Pharao. Ach, leck mich doch am Arsch, ich bin doch kein Pharao. Brauchen wir noch 20, das haben wir ein Stack. Und jetzt brauchen wir noch mal einen halben, also 50. So, die Sache ist, wir kriegen garantiert keine 50 hin. Ne, war natürlich klar. Ach komm, scheiß die Henne an. Fick die Gans. Mach die Affen tot. Was? So, jetzt gehen wir wieder auf 99. Ja, hat gut funktioniert. Und manchmal würde auch mehr als 99 gehen. Nee, geht nicht. Schade. So, das heißt, wir brauchen einmal 99. Nochmal 99. Und dann nochmal 99. Und jetzt. Ja, das geht wirklich. Hey, Moment mal. Hat er jetzt gerade. Hat er mir jetzt gerade hier von welche geklaut? Oder habe ich mich gerade nur verguckt? Keine Ahnung. Ist auch egal. So. Sandstein interessiert sowieso keinen. So. Jetzt haben wir also genau so viel, wie wir brauchen. Hier sind 336 und hier haben wir unsere 96. Ist das nicht perfekt? Ist das nicht perfekt, meine Damen und Herren des fortgeschrittenen Semi-Nichtstums? Okay, das war jetzt 1:1 von Bench geklaut. Aber ist ja auch egal. Den Typen kennt sowieso keine Sau. Na gut, außer alle, die von mir Clicker-Hero gucken. Und über meine Clicker-Hero folgen, auch Bench gucken. Von daher. So, wir brauchen aber auf jeden Fall auch scheiße viel Erde. Habe ich vollkommen vergessen. Und dann mache ich am besten erstmal Folgenpause. Ach, Erde haben wir zum Glück mehr als genug, sehe ich gerade. Ist ja hier. Wenn wir irgendwann so viel hätten wie Erde, dann, ja. Ach komm. So. Gut, dann würde ich mal sagen,
sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann, ja. Hä? 5 Gigabit? Kann sein, dass wir schon voll überzogen haben? Oh. So. Dezent. Na gut, in dem Sinne, schon mit V.